verlieren alle ihr Tier. Nein, hey, ja, genau. Nicht solche Horrorszenarien aufmachen hier. Das eins, was übrig bleibt, sind dann zwei Tribes mit jeweils einem Trike. Moin, herzlich willkommen zurück zu Ark World. Wir sind gerade dabei, uns weiter auf die großen Arena-Kämpfe vorzubereiten. Das heißt, wir müssen unseren Para und unsere Trikes hochleveln. Das machen wir, indem wir drauf sitzen und parallel Strukturen craften. Die CDW eignen sich da am besten und das Gute ist, die können wir gleich zum Bauen benutzen. Ich komme gleich. Ja, ich crafte gerade über 30 Wasserschläuche. So, ich pulle. Muss ich nicht mehr so oft runter. Pullen. Vielleicht sollten wir so einen Wassertank auf unser Dach setzen. Guck mal, wir haben schon so viel gecraftet jetzt, dass wir kein Chitin bald mehr haben in unserem Chemie-Dominus ist auch noch Chitin. Oh, dann sehr gut, dann pull ich das auch gleich nochmal. Smithy hat auch noch ganz viel, glaube ich. Ich pull's aber aus dem Indominus, wenn da eh schon so viel... Oh ja. Wuhu! Ah, da war ich mal ein bisschen fleißig. Ich war mal nützlich. Auf jeden Fall. Was heißt mal? Du bist immer nützlich. Mhm. Ja. In der Ecke stehen. Du farmst ja, doch auch. Rein. Weinen. Oh nein, ich fliege. Das ist was unter der Base. Mann, jetzt hör doch mal auf damit. Würde fürs nächste Mal nicht eine zweite MR-Ratsmissi Sinn machen. Spart man Hälfte der Zeit vom Craften. Im Prinzip ja. Und wir könnten auch wieder ein bisschen mehr verstauen eigentlich. Warte mal, was hatte die nochmal gekostet? Ich muss auch mal gucken. Ich farm jetzt erstmal keinen Stein mehr, weil keins mehr da ist. Smithy, MRA-Tools. Ich kann sogar direkt eine machen an sich. Hm. Also, ne? So. Ja. So teuer ist die ja nicht. Zeug machen. Dann könnten wir die Ressourcen auf zwei Smithys verteilen, dann würde es schneller gehen. Ein sehr guter Geistesblitz. Danke dafür an Cedric201. Und warum bist du nicht selbst drauf gekommen? Weil ich nicht so weit denken kann. Ja, wollte gerade sagen, ich habe das doch gar nicht auf dem Zettel. Wie soll ich denn da drauf kommen, wenn ich hier die ganzen anderen Sachen managen muss, die sich hier so, anfallen? Die ganzen anderen Sachen, die hier so. Ja, die halt. Erzähl mal. Nein, hör auf. Hör sofort auf zu fragen. Oh. Zensur. Ja. Zensur. Genau. Völlig richtig. So, meine Zensur. Ich bin dafür, dass wir bei dem Schildkrötenkampf die eine Schildkröte Bowser nennen und ich den Skin nochmal draufziehe. So wie es jetzt momentan aussieht, wird es sowieso nur noch Schildkrötenkämpfe geben demnächst. Ich muss die Smithy hier mal über den Bonsai-Baum hinstellen hab ich mir jetzt hier. So. Der Bonsai-Baum ist jetzt unter der Smithy. So. Warum? Ja, weil halt. Ich pull jetzt hier. Scheiße, kann ich nicht. Hat meinen Bonsai verschwunden. Ich hab ihn aufgehoben. Bonsai! Bonsai verschoben. Er hat meine Ordnung zerstört. Scheiße, wieso sind jetzt hier keine... Er hat einfach einen Tisch auf diesen Baum gestellt, ja? Ja, dem geht's noch gut, dem Baum. Das ist alles gut, der ist unterm Tisch. Nur, weil ich ihn aufgehoben habe. Ach, Quark. Ich wollte den Bonsai eigentlich auf den Tisch stellen, aber es ging nicht. Ich stelle mir das so vor. Wer ist pink? Ist so wunderschön. Das siehst du jetzt erst, dass der pink ist? Der steht die ganze Zeit schon da in der Ecke. Ja. Das ist dir nicht aufgefallen? Nein. Naja, seit der letzten Bausession zumindest. Eben, der steht da schon die ganze Zeit seit der letzten Bausession. So. Spielwehr hat zu Hause einen Baum unterm Tisch, weißt du, er kriegt gar kein Licht ab, ist tot, total vertrocknet und so. Dem geht's gut unterm Tisch. Woher weißt du, wie es bei mir zu Hause aussieht? Ja. Woher kennst du meine Bäume? Woher weißt du das? Was fehlt hier eigentlich zum Weitercraft? Ach, Stein. Wir haben aber keinen Stein. Doch, wir haben. Nein, haben wir nicht. Scheiße, stimmt. Könnt natürlich an der Küste entlanglaufen und alles einsammeln. Oder ihr geht mal vor die Tür. Nein. Was, vor die Tür? Nami, vor die Tür? Nein. Goodbye. Warum? Moment, hier brauchen wir noch Zement. Ich bin spontan hin. Jetzt einfach umgefallen. Ich liege jetzt hier. Einfach spontan gestorben. Gott, ey. Achso, da. Ich dachte schon, du wärst jetzt ernsthaft umgekippt. Nee, ich liege jetzt einfach hier. Ich, ne, ohnmächtig. Liege jetzt hier und streike hier. Hey, das... Sagen, aber wir haben Kampfmusik.
Was? Und ich höre irgendwelche Raptoren schreien. Ja, oh, das ist aber schön. Petri frisst unsere Raptoren. Unsere Raptoren? Raptoren! Achso. Mann, ich wollte gerade sagen, ich dachte, die sind aus. Das Hörgerät laut. Das passt nicht unter die Kopfhörer, das geht nicht. Das kann, muss ich mal abnehmen. Achso, du hast so ein Hörrohr, ja? Ja, ich habe so ein Rohr. Hörrohr. Ja, genau. Das ist auch immer schön. Naja, ich sag dir ja nicht, was da drin ist. Wow. 10 Jahre alte Filme spoilern, ist kein Spoiler, verdammt. Ich bitte mir diese, ne? Du weißt natürlich die ganze Geschichte. Ja, stimmt, Verzeihung, sind fast 20 Jahre alt mittlerweile, glaube ich. Ja. Alter. Und sie werden nicht jünger. Wer die bis jetzt nicht gesehen hat, ist selber schuld. Ihr macht mich traurig. Zu Recht, völlig zu Recht, was das eigentlich. Boah. Ja. So, ich gucke jetzt mal, wie lange es läuft noch. Hör auf, jetzt irgendwas zu machen. Wutsch, hab ich gehört. Auf jetzt irgendwas zu machen, Klatsch. Ja, hier ist gleich fertig der Crafting-Vorgang. Es dauert nicht mehr lange. Kriegt ihr überhaupt noch Level oder seid ihr schon am Maximum angekommen? Na, ich krieg die ganze Zeit. Ich krieg noch. Ich krieg auch noch. Da passt noch was. Da geht noch was rein, ja. Ich guck mir das mal an. Wie ist denn jetzt der Stand? Geht noch. Und guck mal, hier sind 8 Level zum Vergeben. Ja, die lassen wir jetzt offen, weil wir erstmal testen wollen, wie es mit Stamina aussieht. Der hier hat gar keinen. Wieso hat der hier gar keinen? Ich dachte, ihr lasst das offen. Nö, bei dem habe ich jetzt einfach schon mal gelevelt. Ach so. Weil Leben bringt nicht so viel, da kommt viel zu wenig rein. Ich gehe jetzt auf Damage. Alles klar. Also der hat jetzt hier aber auch gleich nochmal ein Level auf jeden Fall. Und der hier, wo Shadow drauf sitzt, der gerade AFK ist, hat 6 Level. Okay. Genau. Und dann würde ich sagen, wenn wir das durch haben, dann gehen wir einfach nochmal los und schlachten mal noch ein bisschen was. Dann können wir auch mal gucken, wie gut sie sind. Ja, dann können wir mal gucken, es gibt aber auch gute Level, wenn einer vorwegläuft und alles tötet und wir mit den Tieren hinterherlaufen. Genau. Zum Beispiel, genau. Dann würde ich aber. Oh, das ist immer so cool, wenn hier die Fackeln angehen, wenn es dunkel wird. Aber meine Glühbirnen. Deine Glühbirnen sind auch teuer. Ja, da hinten und da und oben. Sind sehr helle Leuchten auf jeden Fall, die wir da gefunden haben. Farbwünsche. Ja. Wenn ich gerade dabei bin. Nö. Orange! Warum habe ich eigentlich noch so viele? Ich brauche diese ganzen Köder doch gar nicht. Warte mal, die packe ich mal alle hier in den Köderschrank rein. Nicht, dass die mir hier noch unterm Fingern weg vergammeln hier, während jetzt diese Session abläuft. Gut, dass ich das übrigens schon letztes Mal nicht gemacht habe, in der Bausession, wo wir sie auch nicht gebraucht haben. Wie ich dreimal hier reingucke, irgendwie. Ich sollte vielleicht auch nochmal ein paar Wände herstellen. Bei den Dinos brauchen wir ja dann auch Farben, die wirklich decken, ne? Ziemlich. Ja, dann musst du auf jeden Fall weiß nehmen. Hallo, Ari. Window. Stimmt, die gab's ja auch noch. Oh Gott! Zement. Zement. Ah! Mann, bitte, mein Herz. Ich hab mich auch voll erschrocken, als ich mich gerade umgedreht habe. Oh. Das sah wunderschön aus. Ich bin hier hängen geblieben. Oh Mann! Wie, Shadow, und von dir kommt nicht, und was ist im Flieper passiert? Shadow ist AFK gegangen, hat er doch gesagt. Ich hab nicht zugehört. Haben wir noch Kristall eigentlich? Oder fehlt das? Ich hab. Warum fang. Warum pull ich das eigentlich nicht? Immer ich dieses halt Pullen ist. Ja, das Pullen ist echt so ein. Es sind aber nur 8 Kristall. Wir haben keine wirklichen Kristalle mehr, kann das sein? Also so nein, insgesamt wir haben so. Nichts mehr. Ich guck jetzt nochmal in sämtliche. Ich pull mal, dann sehe ich's ja. Kristalle, da. Oh, wir haben in der Trophy Bait Station tatsächlich noch 444. Die pull ich mal raus. Dann kann ich nämlich. Ja, da kann ich nämlich hier drüben nochmal so ein paar Glasfassaden machen. Also 3. Trophy Bait Station. Ich stehe hier und weiß nicht, wo die ist. Das ist die, wo wir die Trophy Baits machen. Das kleine Brett am Boden. Das hier. Da, wo der Spino-Segel drauf ist. Achso, ich habe in das zweite reingeguckt. Ja, jetzt habe ich es rausgepullt schon. Ja, nein. So. Hey, aber das ist jetzt. Ach so. Wir brauchen noch hier schon. Ich hab mal die ganzen Farben in diesem Preserving bin erstmal, wenn ich hier oben noch dran damit bin. Damit sich die Farbe hält, ne? Ja, ich will nur wissen, was ich schon habe, will nicht immer hoch und runter rennen dafür. Ah. Ich bin aber auch mal kurz AK. Roger. Nein. Was können wir denn noch machen? Oh Gott. Und damit muss ich arbeiten.
Nein, alles gut. Der Nachtschatten hat geschrieben, wir haben den Para verloren. Nee, oder? Ich weiß nicht. Oh. Sie haben keinen Ersatz. Nein. Na, dann fällt die Runde aus. Oder... Ah nee, stimmt, ja. Nee, fällt oder nicht aus. Oder wir machen 1 gegen 1? Oder stimmt, dann ist es 1 gegen 1 mit Zoss. Ja. Stimmt. Ja, dann gibt's ja nur noch diese Möglichkeit. Tja, da haben sich die Nachtschatten eine Chance verbaut, in der Arena Punkte zu machen. Ich hoffe, sie verlieren jetzt nicht auch noch den Trike. Oder die Trikes. Ja, nee, so funktioniert das nicht hier. Zoss schreibt gerade, ob sie dann schon einen Punkt bekommen. Also wir, die Wolfriders und Zoss, aber das zählt ja nicht. Wir sind ja nicht im Arena-Kampf gewesen. Alles, was davor stirbt. Also die Nachtschatten haben jetzt 2 Punkte weniger, weil sie eine Rare Sighting verloren haben. Ne? Ja. So rum wird ein Schuh draus. Aber wir kriegen keine Zusatzpunkte jetzt. Es war ja kein Arena-Kampf. So, hier ist der Crafting-Vorgang jetzt scheinbar durch bei der MR-Ratsmissi. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, kann ich denn da zufällig... Nee, da kann ich jetzt nichts mehr anwerfen, da fehlt jetzt Cementing Paste. Ich könnte natürlich noch welche machen, so ist es nicht, aber... Ich würde sagen, wir belassen das jetzt dabei tatsächlich. Wir müssen doch noch drauf warten, dass Shadow wiederkommt, also schmeiß das doch nochmal an. Das gibt der ja ist, glaube ich, tot umgefallen. Ich glaube, der kommt nicht. Ja, Shadow ist ja krank momentan so ein bisschen, deswegen... ein bisschen. So ein bisschen haben wir dann auch einen Trike verloren, wenn man das so sieht? Der Shadow sitzt drauf. Dann haben wir den Reiter verloren, aber nicht den Trike selber. Aber wir können den dann doch gar nicht benutzen. Doch, können wir. Wir nehmen einfach jemand anders da drauf. Wir nehmen den Sattel runter und setzen ihn wieder drauf. So, ich pull jetzt hier einfach mal 2400 Einheiten aus der MR-Ratsmissi raus. Oh nein. Nonster macht einen anderen Vorschlag. Oh nein. WB, Shadow, WB. Ich bin nicht dafür. Was denn? Das, weil die Parasaurolophus verloren haben, sollen jetzt Pachycephalus antreten. Ich bin nicht dafür, weil wir da jetzt schon die ganze Zeit fürs Leveln drauf benutzt haben. Anni sagt das auch gerade. Ja, finde ich auch. Wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten oder... Nee, 25 Minuten oder so. Ich hab's ja schon vorhin auch angedeutet, dann kann halt der Nachtschatten bei einer Runde mal nicht mitmachen. Ich meine, so ist es halt dann. Wenn sie ihr Tier vorher verloren, das ist ja, wir können ja jetzt nicht bestraft werden dafür, dass die Nachtschatten ihr Tier verloren haben. Das geht ja nicht. Also, da würde ich schon sagen, doktern wir dann hinterher nicht noch rum irgendwie, finde ich. Also da sollten wir konsequent sein und wer dann eben sein Tier verheizt, bevor die Runde losgeht, der hat halt dann Pech gehabt. Das ist dann so. So, gehen wir jetzt noch irgendwo trainieren mit den... Ja, können wir, ja, ja. Ein Indominus oder so und ja. Wir laufen hinterher. Wir können von mir aus jetzt trainieren gehen. Aber ich würde gerne mitgehen tatsächlich dann. Ja, du kannst ja den Indominus nehmen. Ich nehme den Indominus. Nami ist noch nicht zurück, oder? Naja, Nami will doch eh in der Base bleiben, oder nicht? Ja, dann kann sie nämlich die Farben weitermachen. Das kannst du ja gleich sagen. So, wo ist der Indominus? Unten. Ich bin wieder unten, da, würde ich sagen. Bibi, Nami, machst du noch ein paar Farben? Dann gehe ich mit den anderen leveln. Ja, kann ich machen. Kannst du ja gucken, was wir schon haben und so. Jetzt schauen wir mal, wie gut die Tiere sind. Und wer auch immer auf dem Para sitzt, Lea, bitte, bitte töte ihn nicht. Bitte, töte ihn nicht. Bitte töte ihn nicht. Also wenn du die Wahl hast, ob du dich oder den Para opfern musst, dann bitte opfere dich selbst. Ja, ist schon klar. Weil es wäre jetzt echt ärgerlich, wenn die Runde wirklich ausfallen muss, weil dann zwei Leute, also zwei Parks keinen Para mehr haben. So. Der Nami hat es euch gar nicht mitbekommen. Was hat Nami nicht mitbekommen? Wer? Die Nachtschatten haben ihren Para verloren. Ja, beim Leveln. So, warum hängst du denn jetzt hier fest? Oben in den Preserving Bins drinne. Ich hänge hier irgendwie den Rexen fest. Oh Gott. Ich hänge hier irgendwie ganz merkwürdig fest. Moment. Ich komme mal nach unten. Lass mich mal bitte vorgehen. Wollen wir hier innerhalb der Parkmauern erstmal gucken, was hier ist? Da drüben links sehe ich. Ist doch nichts. Doch, da sehe ich schon was mal hier die Vastato, glaube ich. Oder? Noch, ne? Bin ich auf Indomina gerade? Warte mal. Ja, ich bin auf Indomina. Ich nehme den anderen Indominus Rex einfach auch mit zum Level. Kann der Para die Türen schließen? Dann muss ich nicht so mit meinem Wendekreis rumhadern, ja. Ja. Sind alle schon draußen so? Nee, wir müssen jetzt mal warten. Wo genau hast du die Farben hingepackt?
Die sind ganz hinten im linken Preserving Bin hier und drüben. Ein bisschen Wasserflaschen sind noch im mittleren. Hier. Ja, du hast Movement Speed geskillt. Achso. Nein, das ist der Charge. Ah. Also ganz unten und ganz rechts sind Wasserflaschen, die voll sind. So, der Para sollte bitte ganz hinten laufen am besten. Also hinter zwischen den Trikes am besten. Weil wenn irgendwas auf uns. Ja, irgendwie XP abkriegen. Ja, nee, der Punkt ist ja, dass du nicht zuerst angegriffen wirst, wenn zum Beispiel hier diese Viecher auf uns eingestürmt kommen, ne? Weil der Para ist ja der Schwächste. Ich muss sagen, die Trikes machen wahrscheinlich jetzt pro Schlag mehr Damage als die Indominus Rex. Ja, das müsst ihr aber auch mal ausprobieren, wie das mit den Trikes funktioniert. Stimmt, mit dem genau. Kämpfen her. Bei den nächsten macht Tieren. Der Rechtsklick irgendwas? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Charge nicht. Vielleicht oder gar nichts. Wie charged man denn eigentlich? Ihr könnt doch mal ausprobieren, wie man charged. Beim normalen hat man Rechtsklick, glaube ich, gedrückt gehört zum Chargen, oder? Ach nee, der hat einfach nur laufen. Laufen und stoßen, oder was? Ja, ja, wenn du, je länger du läufst, glaube ich, lädt sich rechts die Leiste auf. Lea, immer schön hinter uns bleiben. Nicht vor uns laufen. Wir verlieren alle ihr Tier beim Messen. Nein, hey, ja, genau. Nicht solche Horror-Szenarien aufmachen hier. Das Einzige, was übrig bleibt, sind dann zwei Tribes mit jeweils einem Trike oder so. Das Einzige, was übrig bleibt, sind unsere Tränen. Ja, das auch. Das ist das Einzige, was dann übrig bleibt. Ein Meer aus Tränen. So. Kann man damit die Wasserflaschen abfüllen? Ihr habt die Trikes und so noch nicht umbenannt, ne? Nee. Nee, noch nicht. Erst wenn sie angemalt sind, die Kriegsbemalung. Achso. So, da vorne sind Tiere, Raptoren sind rechts. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr so einen Raptor chargt, was da passiert, ob er tot ist instant. Ja, sauber, also das war ein Instant-Kill. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Das ist meiner. Wie sie sich schon schlagen um die. Das ist ein Oviraptor gewesen. Das ist ein Raptor. Aber das gewesen. Läuft gut mit dem Charge. Ja, ne, der Charge funktioniert ganz gut eigentlich. Nicht schlecht. Oh, ja. Nicht, wenn man gegen den Baum rennt. Nicht warum? Achtung, genau. Da rechts sind noch Raptoren. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr was Größeres auch angreift. Hängst du fest? Da ist noch ein Raptor. Ah, okay, ihr macht das schon. Eigentlich braucht ihr uns gar nicht, fällt mir mal gerade so auf. Naja, die Trikes auf jeden Fall nicht beim Para. Ja, gut, der Para braucht uns. Aber der Para kriegt ja Shared XP von den Trikes. Ja, und falls dann doch irgendwas mal schief geht, ist doch ganz gut, wenn Indominus. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt irgendwie irgendwas. Warum kann ich mich nicht bewegen? Irgendwie irgendwas. Babyzilla? Wo? Nee, wenn da jetzt Babyzilla. Achtung, am Para ist ein Raptor dran. Werd angegriffen. Was ist mit dem Kill übernehmen? Schön vorsichtig. Immer schön aufpassen, wo Vier rumlaufen. Ja, ich versuch's ja. Oh, was ist das? Du hast noch genug Leben, oder? Du musst sofort sagen, wenn du nicht mehr genug Leben hast und wenn du Bluterschaden hast. Ja, wenn ich unter der Hälfte bin, dann sag ich Bescheid. Paras und Rugops sind das. Dann nehmen wir dich lieber wieder mit nach Hause, als dass du dann da am Ende noch den Para verlierst. So, das muss nicht sein. Oh, den wollte ich. Hey, ich will auch was essen hier. Aber wir kriegen mehr, wenn wir es essen. Hey. Oh, nee, wir kriegen gar nicht mehr. Die Trikes kriegen mehr XP, wenn die anderen Tiere die Kills machen. Aber ich will also an sich das trainieren, so das Treffen. Ja, ja. Warum hört denn der auf zu rennen? Das verstehe ich nicht. Stamina? Ach, da unten, wenn er an irgendwas hängen bleibt. Ein Steinchen. Bist du zum Beispiel. Das wird in der Arena auch lustig. Da sind ja immer noch alle Steine drin, die natürlich vorkommen, ne? Und die gehen ja auch nicht kaputt, es sei denn, man holzt mit dem Ankylo durch. Aber die Runde mit dem Ankylo ist ja ausgefallen, insofern. Ja. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich beim Chargen, oder wir werden, wenn ich dann vielleicht auch mitkämpfe, beim Chargen immer festhängen an irgendwas. So. Noch alle in der Nähe für die Shared XP? Und wie gesagt, noch eine. Kleiner Hinweis an der Stelle, wir sind gerade dabei, unsere Tiere nochmal zu testen, die dann gleich in den Runden antreten werden, in den Arena-Runden. Wie gesagt, es gibt 3 Runden heute, 2x Trike-Runden und eine mit Paras, das heißt, wir leveln jetzt und testen die Tiere gleichzeitig auch noch, was die so können. Oh. Ich habe gerade 150er Ankylo getötet. Albertosaurus ist hier. War hier. Also, Shady, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, der hier braucht mehr Stamina. Meiner nicht. Ja, meiner der hat voll klar. Meiner hat, 2700 oder so. 700, ich habe noch einmal drauf geskillt. Dann würde ich 2500 auf jeden Fall geben. Braucht er schon. Meine hat übrigens 3
warte, wie viel war das? 300 gekriegt mit einem Klick. Wie viel Damage hat deiner jetzt? 765. Wartet ihr mal kurz auf die Strikes? Mhm. Auf die Achso. Ich warte. Ich hab gerade mal ein bisschen gelevelt. Die Trikes können ja wie beim Lanzenstechen aufeinander zulaufen in einer extra langen Arena. Ja. Aber wir haben keine extra lange Arena, wir haben ja nur so eine runde Arena. Aber es müsste trotzdem genug Platz sein für einen Charge eigentlich. Ich meine, man muss ja nicht lange Anlauf nehmen, bevor man chargen kann. Wer auch immer später mit dem Trike trifft, du darfst auf keinen Fall straight auf den Gegner zu rennen. Stimmt, weil der chargt ja dann auch. Du musst am Gegner vorbeirennen und dann über den AOE-Damage den Gegner trotzdem noch erwischen. AOE-Damage? Ja, ja. Flächendamage. Ah ja, okay. Was? Solche Fachbegriffe, das. Solche Fach. Ja, vielleicht, ich bin ja vielleicht auch nicht der Einzige, der da hinten ist. Begriffen ist das Kürzel quasi für All Over Earth. Das normale Rex. Ah, ja. Flächenschaden halt. Ich hätte jetzt gedacht, All Over Earth ist irgendwas aus Kirby Space Program oder so. Wir schaffen den. Ah, ihr wollt den machen, ja? Wow! Alter, da ist er direkt geplatzt. Mann, alle Leichen. Ja, beim Tri-Battle wird es halt drauf ankommen, wer zuerst trifft. Ja. Wie bei vielen anderen Dingen in den Jurassic Park Expansion Dinos. Wer zuerst brüllt, wer zuerst trifft. Wer zuerst die Nase schnaubt, genau. Da hinten sind noch ein paar große Dinos. Das sind alles. Aloha, hey! Blutungsschaden nicht wahr? Blutungsschaden? Meinst du nicht, er schafft das? Ja, doch, aber ich will nicht, dass die Leute die Problemlos. Ach, guck mal. Nicht schlecht hier, nicht schlecht. Wie viel kriegt ihr eigentlich nennenswert XP von dieser Aktion hier? Oder? Ich hab noch kein Level gekriegt. Ich hab, also ich hab gleich ein zweites Level ab davon. Hier ist okay, wie viel hattest du denn vorher? Hier. Ja, stimmt, schnappt euch mal Explorer Mode. Oh, die hätten wir vorhin benutzen müssen. Ah. Ja, stimmt. Ich hab die auch schon. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal andersrum und töten weiter Tiere. Die werden ja da hinten jetzt bestimmt wieder neu gespawnt sein schon. Wobei, ich bin mittlerweile bei 200.000 XP. Ja, du bist fast voll gelevelt dann. Aber Ari noch nicht und Lea wahrscheinlich auch noch nicht. Also der Para. Ne, noch nicht. Dann geht's weiter. Warum sollten wir Level wegschenken, ne? Die anderen werden ja auch möglichst hoch leveln, wahrscheinlich bis zum Anschlag, deswegen. Wir müssen aber noch ein bisschen Zeit mit einplanen für die Kriegsbemalung. Hier ist noch eine Explorer. Ja, das stimmt, aber die ist jetzt nicht der absolute wahnsinnige Priorität. Ich würde sagen, die spare ich mir für nächstes Mal auf. Eine können wir ja auf jeden Fall bemalen, so ist es ja nicht. Oh, ihr seid da hinten? Ja, ne, ich guck, verteile mich halt ein bisschen, ich will ja gucken, wo die Viecher sind. Du stehst fast drauf. Die sind keine hinter neuen Viecher gespawnt, scheiße. Müssen wir jetzt auf eine andere Insel rüber? Das wäre irgendwie doof. Ja. Ja, wir können auf die da links, da ist doch immer ganz viel Zeug eigentlich. Stimmt, dann machen wir das. Wir haben ja noch genug Zeit, obwohl wir haben noch 14 Minuten Zeit, ne? Danach geht's ja schon los. Ja, wie lange braucht ihr denn zum Anfang?